Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016 hier in der Karriere mit dem SV Werder Bremen. Wir sind in der Bundesliga eigentlich, aber heute geht's dann mal gegen Belenenses auf der internationalen Bühne. Also Bremen kann sich wieder ein bisschen mit Ruhm bekleckern. Wenn man nämlich, glaube ich, gewinnt, ist, glaube ich, das Weiterkommen sicher. Westergaard und Lorenzen werden nicht gehen. Und das wäre ja schon mal wirklich viel wert, wenn uns das gelingen würde. So, aber wir müssen hier gerade nochmal, ich habe nämlich wieder geupdatet. Das heißt, wir müssen hier mal eben ganz kurz etwas festlegen. So, nehmen wir Uche noch mit, da haben wir wirklich die geballte Offensivkraft hier mit dabei. Ja, doch, so können wir es eigentlich auch speichern. So, ich muss mal gucken, nicht, dass uns die Kommentatoren gleich noch reinquatschen. Wo kann man das denn einstellen? Ich glaube, das geht dann nur in der Partie selber, ne? Na, okay, dann werden wir das da mal gucken, ob uns dann gleich Marco Hagemann etwas ins Ohr schnubbeln will. Na, egal. So, also wir gucken mal. Konami Stadion. Belenenses gegen Werder. Und wir wollen jetzt nochmal unsere Aufstellung laden. Genau. So, und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Also, die Grün-Weißen in Lissabon zu Gast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Hallo Marco. Hallo Hansi. Ich bin Marco Hagemann und das ist Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo Marco, ich freue mich. Ich mich auch, ihr zwei. Danke für eure Begrüßung mir gegenüber. So, dann hätten wir die Hymne jetzt auch hinter uns gebracht. Jetzt werden uns die beiden bestimmt gleich sagen, wie toll sie die Aufstellung finden. Mit der Formation werden sie ins Spiel gehen. Als hätte ich es gewusst. Also, dass die Aufstellung von Belenenses, Nunes auf dem linken Flügel, Dacci auf dem rechten und die Aufstellung von Werder kennen wir. O-Runde zu lösen. Es steht unglaublich viel auf dem Spiel heute. Da muss einfach alles stimmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Halt. Bevor wir jetzt starten. Ja, danke Marco. Bevor wir jetzt starten. Eine kurze Frage. Wer ist hier der wichtigste Mann auf dem Platz? Ich finde, wir sollten mal etwas genauer auf Kevin Mirallas gucken. Der ist zwar nicht immer... Kevin Mirallas. Das ist der wichtigste Mann. Hätten wir es auch geklärt. Und jetzt geht's rein in die Partie. Also bei den Nenses im Blau stößt an. Von links nach rechts spielend und Werder Bremen. Mission K.O.-Phase. Die hätte damit jetzt offiziell begonnen. Mal gucken, ob wir das heute auch umsetzen können. Also begonnen hat die schon vor längerer Zeit, aber heute ist die Chance, das endgültig klar zu machen. Santiago Garcia. Macht er gut. Santiago Garcia mit dem Ball auf Origi. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Origi. Mirallas, Tor. Das war überragend gespielt von Werder Bremen. Und da führen die Grün-Weißen. Das ging aber schnell. Also ein Auftakt nach Maß für die Mannschaft aus Norddeutschland. Santiago Garcia mit dem Ball auf Divock Origi. Oder Origi oder Origi, wie auch immer. Und der spielt ihn dann auf Mirallas und der macht den eiskalt rein. Hat da aus 4,5 Metern nicht die größten Probleme. So, und damit steht es 1-0 für Werder Bremen. Genauso wollen wir das doch hier sehen.
Werder macht das hier zu Beginn richtig stark. Jetzt hat man dieses Polster, hat das Tor Vorsprung und das heißt natürlich jetzt, dass Lissabon hier kommen muss. Man kann sich da jetzt nicht irgendwie hinten einigeln. Dieses 1:0 ist für Werder herausragend. Und damit kann man arbeiten. Und man arbeitet ja prinzipiell lieber mit einer Führung als mit einem Rückstand. Amorim. Da kommt Westergaard, das war ein Foul, sagt der Schiedsrichter. Sicher war ein bisschen Ball mit drin. Es gibt sogar die gelbe Karte direkt so früh im Spiel. Das können die Bremer nicht ganz verstehen. Wir gucken nochmal genau hin. Ja, da ist Ball, aber da ist auch zu viel Gegner. Von daher richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Ich weiß allerdings nicht, ob es so feinfühlig ist, hier direkt nach 11,5 Minuten die gelbe Karte zu zeigen. Moreno. Die Flanke. Oh, da ist Wiedwald! Nachdem Kroos den Ball dann nicht entscheidend klären kann. Felix Wiedwald. Und jetzt wieder Bremen mit Origi. Ah, schade. Ganz starke Parade und damit auch der erste Torschuss für die Gastgeber. Amorim. Doppelpass. Mit Deitsche. Und da gibt es jetzt eigentlich sogar Abstoß, oder? Ne, es gibt die Ecke. Gucken wir mal. Westergaard dort im Kopfballduell und das gewinnt er natürlich. Also, da gibt es ja gar keine Frage. So, jetzt Werder mit Zlatko Junusovic. Drüben wäre Platz für Miralas. Der bringt die Flanke. Da hinten Berkius, der da nicht mehr zum Abschluss kommt. Hier hat er den Ball nochmal mit Santiago Garcia. Die Flanke. Da hinten ist Miralas. Da hinten, oh, wäre auch noch Origi gewesen im Rückraum. Jetzt allerdings wieder andersrum. Nunes. Aber ganz stark Westergaard. Er kämpft sich das Leder dort. Das wollte er aber auch wirklich haben. Und dann eine ganz wichtige Tat von Fokir. Bremen sieht hinten ganz stabil aus. Das kann man, denke ich, mal so festhalten. Da kämpft jeder für jeden. Westergaard kommt da dahin. Da kommt Westergaard nicht mehr hin. Und das nutzen die Lissabonner bzw. die Portugiesen. Eiskalt. Luis Leal. Mit der Rückennummer 99, das ist der Ausgleich. Und da war Westergaard eben nicht rechtzeitig zur Stelle. Und das sehen wir jetzt hier gleich nochmal in der Wiederholung. Hier verschätzt sich erst Galvez und dann Deitsche legt den rüber. Und da kommt Westergaard nicht mehr hin. Und dann ist das ein ganz starker Abschluss. Also 1:1 und ja, diese vermeintliche Dominanz der Bremer wäre damit aufgehoben. Man wäre hier gut beraten gewesen, vielleicht das zweite eher hinterher zu schieben. Vielleicht ja jetzt mit Steven Berkius. Genau so ist es. Also Tore am laufenden Band. Werder Bremen führt wieder. Steven Berkius. Und da gucken wir nochmal genau hin. Volkier mit Valenzuela. Der ist das. Der spielt Origi an. Und dann ist Berkius nicht im Abseits. Das war ein ganz starker Laufweg. Und dann mit dem rechten ins lange Eck. Super Abschluss des Transfers, der aus Watford gekommen ist. Der sich hier für uns einmal mehr auszahlt. Und Vorlage von dem Belgier Divock Origi. Also, Werder Bremen, Ausgangslage wiederhergestellt. Wieder der Ein-Tore-Vorsprung. Kann man damit jetzt besser arbeiten als beim ersten Mal? Da hat man sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Galvez. Macht er stark, Valenzuela.
In der Mitte ist Platz für Origi. Das hat er gut gesehen. Der Ball Richtung Miralas. Aber gut verteidigt. Vom Defensivverbund der Blauen. Die jetzt hier einmal mehr versuchen, nach vorne zu spielen mit Gomez. Ja, wo ist die Anspielstation? Das ist bisher noch nicht ganz so... Also auf die Dauer ist es noch nicht so effektiv, das Spiel von Belenenses. Da ist eigentlich zu wenig Raumgewinn, aber Dalcio gleicht hier erneut aus. Und gerade als ich sage, ja, das Spiel ist zunehmend ohne Raumgewinn, dann ziehen die hier so eine Kombination auf. Also erneuter Ausgleich. Das ist ein Kommentatorenflug. Gerade wenn du etwas über eine Mannschaft sagst, wird erstmal direkt das Gegenteil bewiesen. Also, erneut schafft Bremen es nicht, diesen Ein-Tore-Vorsprung zu verwerten. Hier ist Mittelfeldgeplänkel und dann ein Pass nach vorne. Jetzt der zweite Pass nach vorne. Das ist ein überragender Ball in den Raum. Das ist kein Abseits. Und dieser Abschluss gelupft über Wiedwald mit ganz viel Gefühl. Das ist das 2:2. 4 Tore in 37 Minuten. Ja, für den neutralen Zuschauer ist das doch sehr attraktiv. Für die Mannschaften selber dürfte das nicht so super sein. Dacho. Wird getackelt. Liegt da jetzt auch noch. Hat den Vorteil. Galvez muss da eigentlich hin. Galvez. Ja, hat er noch gerade halbwegs anständig gelöst bekommen. Groß. Fehlen auch die Anspielstationen. Wieder Dalcio. Torschütze zum 2:2. Und beinahe bringt er die Blauen hier in Führung. Das war ganz stark gemacht. Und da fehlte weiß Gott nicht viel. Weiß nicht, ob Wiedwald da noch reingekommen wäre. Also Deutsche macht hier ein ganz starkes Spiel. Und Werder, ja. Also, das ist nicht souverän, was sie da machen. Haben hier zweimal die Führung und machen nichts draus. Also zur Halbzeit 2:2 zwischen Werder und Belenenses. Ja, und wenn wir da mal gucken, erfolgreiche Pässe bei den Gastgebern, 94%. Unfassbar. Unfassbar. Und deswegen geht das 2:2 hier in Ordnung. Und sie hatten ja sogar die Chance zur Führung. Gucken wir, wie es im zweiten Durchgang läuft. Wer da nach vorne eigentlich die bessere Mannschaft. Aber nicht effektiv genug und... Das ist auch ein zu riskantes Spiel, was sie da aufziehen. Jetzt direkt hier Durchgang 2, der mal direkt mit aufmüpfigen Lissabonnern beginnt. Garcia mit Steven Berkius. Origi macht das stark. Garcia in der Mitte winkt Miralas, bekommt den Ball aber nicht. Nunes. Nunes. Na, wie klären die Bremer das denn? Sie klären's gar nicht! Sie klären's gar nicht! Das ist die Führung für Belenenses nach einem grausamen Verhalten der Bremer in der Defensive. Das war grottig verteidigt. Da haben sie ihnen aber das Tor auf dem Silbertablett serviert mit Schleifchen und Silberbesteck. Hier, da ist eigentlich alles geklärt. Da ist alles geklärt. Und dann folgt hier mit Galvez. Das ist fürchterlich. Fürchterlich. Also, was sich Bremen hierbei denkt, das ist unfassbar. Gehen zweimal in Führung und schenken die Tore. Das ist nicht zu glauben. Folgt hier und dann hier behakt er sich mit Galvez. Und dann, ja. Also, da wüsste ich jetzt nicht, warum man da Nein sagen sollte. Der Mann mit der Nummer 99. 3:2 die Führung für Belenenses, weil Werder hier mal ganz fürchterlich spielt.
Aber ganz fürchterlich. Also wie man da verteidigt hat, das ist grausam. Und jetzt wollen die Gastgeber es hier wissen. Jetzt wollen sie es hier wissen. Die wollen zeigen, ja, wenn wir eine Eigentoreführung haben, wenn ihr uns die schon so schenkt, ja, dann zeigen wir euch mal, was man damit alles machen kann. Und Bremen ist hier komplett von der Rolle. Da funktioniert gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Westergaard, fürchterlicher Fehlpass. Bremen weiß gerade nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Kann Lissabon das ausnutzen? Wieder total frei. Moreno auf der Seite. Fouquier kommt jetzt angerauscht. Allerdings nicht entscheidend. Und jetzt haben die Bremer endlich mal den Ball. Miralasch auf seiner Seite. Kriegt er den? Den kriegt er. Jetzt brauchen sie Leute in der Mitte. Haben sie nicht. Valenzuela. Valenzuela! Zumindest mal wieder ein Zeichen der Bremer. Bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Bremen hat hier das 2:2. Ja, hergeschenkt. Und so steht es hier 3:2 für Belenenses und das ist verdient. Das geht in Ordnung. Sind die bessere Mannschaft hier nach dem Wiederanpfiff. Jetzt der Ball auf Steven Bergius. Das war kein Abseits. Bergius! Aber überragend verteidigt. Westergaard. Oh, das war nicht gut. Fehlt jetzt hinten. Machen sie da was raus. Moreno. Foul von Fouquier. Kann mir gut vorstellen, dass es da... Oh, keine gelbe Karte vergibt. Was? Eigentlich ist das gelb. Eigentlich ist das gelb. Westergaard, Laufduell gegen Villar. Diaz. Der kriegt den Ball auf Gomez, Dalcio. Aber dann zu verschnörkelt. Jetzt gibt es nachträglich noch eine gelbe Karte für Kroos. Jetzt wollen wir aber nochmal wissen, für was. Ah, für das gibt er nachträglich gelb. Okay. Gut, also da hätte er davor aber auch schon ein paar Mal gelb geben müssen. Na gut. Also die Linie des Schiedsrichters ist hier nicht ganz eindeutig sichtbar. Fouquier. Mal wieder ein Anlauf seitens der Bremer. Fouquier. Da hinten ist Valenzuela. Aber Ventura ist zur Stelle. Und hält. Weiter die 1:0-Führung für Lissabon. Valenzuela. Kroos. Der Ball auf Junusovic nicht gut. Westergaard, das war auch ein Foul. Eieiei. Also, ja, Westergaard hat schon gelb. Und Westergaard hat schon gelb. Es gibt eine allerletzte Ermahnung für Yannick Westergaard. Hat er... Warte mal, Kroos war das doch vorhin, der gelb hatte, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob Westergaard schon gelb hatte jetzt oder nicht. Sekunde, erst gucken wir mal hier, was jetzt los ist. So. Sekunde. Wir wollen wechseln. Und zwar einmal Westergaard raus, dafür Hilton rein und dann einmal Uja für Origi. Oder Origi, wie auch immer. Jetzt erstmal der Freistoß. Zu 2 steht's. Machen Sie hier noch mehr draus. Machen Sie hier noch mehr draus. Der Ball geht rein. Ein perfekter Freistoß. 4:2. Luis Leal und das müsste die Entscheidung sein. Ein Dreierpack von ihm heute. Ein traumhafter Freistoß. Ein traumhafter Freistoß. Über die Mauer. Und da kannst du nicht viel gegen machen.
Da stellt Bremen schon die ganze Mannschaft in die Mauer und dann ein wunderschöner Freistoß. Kannst du nichts gegen machen. 4:2. Ein Torspektakel ist das hier. Bremen kann froh sein, dass sie in der Europa League schon so viel vorgearbeitet haben. Uca. Munusovic, aber der entscheidende Pass kommt nicht an. Bremen nach vorne nicht effektiv genug. Belenenses heute mit unfassbar viel Spielwitz. Und eine überragende Partie, 5:2. Und jetzt tut's weh für die Bremer. Die werden hier einmal komplett abgefertigt. Das ist heute ein grausames Spiel. Gehen zweimal am Anfang in Führung und auch jetzt hier in Durchgang 2 ist da genau dasselbe Problem wie in Durchgang 1. Man schenkt die Tore jämmerlich her. Ich weiß nicht, was Galvesta versucht. Auch Wiedwald sieht es hier nicht als nötig an, rauszukommen. Und dann das 5:2. Werder Bremen wird dieses Spiel verlieren. Damit ist das endgültige Weiterkommen in die K.O.-Phase erst einmal vertagt. Und hier sehen wir warum. Das sind fürchterliche Pässe, die die Bremer heute spielen. Das ist nach vorne überhaupt nicht kreativ. Und ja, das ist alles in allem dann ein verdienter Sieg für Belenenses. Und da wird Bremen auch nicht nochmal zurückkommen in dieser Partie. Da kann man sich eigentlich sicher sein. Zu schwach ist das, was man heute hier auf den Platz bringt. Ein Junusovic ist da heute ganz enttäuschend. Uca, kein Foul. Boah, Groß. Das pfeift er jetzt natürlich. Hat Groß Glück, dass es keine gelbe Karte gibt. Und die spielen das hier überragend! 6:2 und was eine Bude! Deutsche auch, er darf jetzt nochmal. 6:2. Werder Bremen holt sich hier eine Packung ab. Das war so nicht abzusehen. Man blamiert sich bis auf die Knochen. Aber was war das auch für ein Traumtor? Hier, da draußen, da ist keiner. Wo ist Santiago Garcia? Gut, und dann Wiedwald kann man da nicht viel Vorwürfe machen. Das ist ein Traumtor. Das ist überragend. Was Belenenses hier spielt, ist wunderschön. Also, ja, das gibt's gar nicht. 6:2, Werder Bremen. Ja, das hat man sich heute verdient. Junusovic verliert den Ball erneut. Hat ihn jetzt nochmal Uca. Abschluss, gibt Ecke, 4 Minuten Nachspielzeit, 2 davon sind rum. Das ist bitter, was Bremen hier heute gezeigt hat. Das tut weh. Fouquier, ja, das bringt gar nichts. Der Schuss meilenweit am Kasten vorbei. Also 6:2. Werder Bremen, das, und das muss man sich ja mal überlegen. Die haben in Durchgang 1 zweimal geführt. Und jetzt gucken wir uns ja an, wie Belenenses die hier vorführt. Wie sie die hier wirklich nach allen Regeln der Kunst durcheinander spielen. Also, das war's. Belenenses gewinnt mit 6:2. 91% Passquote nach 90 Minuten. Das ist ein phänomenaler, ein überragender Wert. Und Werder Bremen, das war heute viel zu wenig. Das war wirklich viel zu wenig. Junusovic mit der 5,5. Eigentlich war es eine glatte 0. Muss man ja in diesem Bewertungsschema sagen. Geht's nach Schulnoten, war das heute von fast allen eine 6. Also das war richtig bitter. Wir gucken mal, also ja, 9 Punkte haben wir noch. Wie viele Spiele sind es noch? 2 Stück. Also eins müssen wir noch gewinnen. Eins müssen wir noch gewinnen und es wäre eigentlich nett, wenn wir mal bitte als Gruppenerster weiterkommen würden, nicht als Gruppenzweiter.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir hören uns dann das nächste Mal bei Pro Evolution Soccer 2016. In dem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Sekunde. Transferangebote. Wo haben wir sie? Lukimia? Nee, nicht für 3 Millionen. So, jetzt war's das aber. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dann geht's gegen Stuttgart in der Bundesliga. Irgendwas will aktuell nicht klappen. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, Mädels, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.